So, ich hoffe, das Ganze funktioniert irgendwie und man kann mich auch sehen. Ich gucke gerade hier rauf, weil dir der Bildschirm ist da, werde ich jetzt aber gleich das Video drauf gucken. Wir gucken uns an einen Imagefilm von der Freiwilligen Feuerwehr Bodenkirchen. Mit dem Titel Komm zur Feuerwehr, wir brauchen dich. Ich habe gerade geguckt, das Ganze ist in schmackhaften 480p hochgeladen. Ich hoffe, dass man trotzdem was erkennen kann. Also, was erkennen wird man auf jeden Fall. Das ist auch relativ alt schon. Das heißt, erwartet hier jetzt nicht die höchste Qualität. Mal gucken. Meine Facecam wird es wahrscheinlich auch nur auf 720p schaffen. Nichtsdestotrotz gehen wir rein. Wir gucken uns das Ganze an. Vielleicht finden wir da irgendwas, was lustig ist, interessant ist, worüber man reden kann. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich zu wenig zu sagen habe, dann lasse ich das Video. Wenn ich da doch ein bisschen was zu sagen kann, dann schmeißen wir das natürlich gerne auf YouTube. Wenn ich da auch zu lange darauf reagieren sollte, würde ich es zusammenschnibbeln. Wenn nicht, dann ein One-Take und wir gehen einfach mal und drücken hier auf Play. Ich muss gleich nochmal gucken, ob es zu laut ist oder nicht. Oha. Hatten wir schon beim letzten Mal bei den Imagefilmen, die ein bisschen älter sind, haben sehr viel also sehr dramatische Musik, beziehungsweise das ist alles relativ lang gezogen. Bei diesen ganzen neuen Imagefilmen geht das ja mal Schlag auf Schlag in 5 Minuten. Und hier sind wir hier schon mal 9 Minuten 22. Bin ich gespannt, ob das einmal nochmal so ein ganzes Storytelling ist, oder ob da jetzt die Einsatzkräfte auf fix alarmiert werden. Hier als Ersthelfer natürlich auch richtig doof, ne? Wenn du dann da auch der Erste bist, der dann die Leitstelle alarmieren muss. Das Kind, das wird wahrscheinlich schwer verletzt sein, ne? Einfach umgefahren. Und der kann sich natürlich nicht um beide kümmern, also würde das dann priorisieren. Ich denke mal einmal bei beiden vorbeischauen, aber der kann das natürlich schlecht selber einschätzen, welche Kategorien der jetzt ist, ob der jetzt irgendwie gelb oder rot ist. Kriegt man aber, wenn man die Lage schildert, auch Anweisungen von der Leitstelle, was man jetzt zu tun hat. Im besten Fall sind beide noch bei Bewusstsein und man kann mit denen reden. Ansonsten natürlich immer aufmerksam machen und versuchen, dass da andere Verkehrsteilnehmer mithelfen. Müssen die ja eigentlich. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht immer der Fall, aber eigentlich soll es ja so sein. Der Typ im Auto, übel inspiziert, als Kind am Boden. Ah, Digga. Hat ja einen Helm auf. Erheben Sie, leisten bitte erste Hilfe und sichern die Unfallstelle ab. Ganz chilliger Alarmierungssound. So ein Schild habe ich auch für die First Responder Einheit. Ist ganz cool, um Aufmerksamkeit quasi auf sich zu ziehen, beziehungsweise den anderen Verkehrsteilnehmern zu zeigen, dass man es eilig hat, aber die müssen mir natürlich trotzdem keinen Platz machen. Also es ist ein gutes Tool, aber da muss niemand
nur weil ich da so ein Schild drauf habe, irgendwie anders reagieren. Bisschen schade ist, aber Ziel ist ja ankommen und nicht umkommen, dann muss ich halt langsamer fahren. Mir ist das egal, solange ich irgendwie dann mit dem zweiten Fahrzeug beim Einsatz bin. Na, alles und dich. Überlegt, ist der Kollege gerade mit Warnblinker gefahren oder hast du jedes Mal den Blinker gedrückt? Weil das gibt es auch so Spezialisten, die mit Warnblinker fahren. Und da bin ich mir ziemlich sicher, zumindest in den Verkehrsrechtslehrgängen, dass das nicht erlaubt ist. Ihr könnt natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mit Warnblinkanlage fahrt, weil finde ich schwierig. Aber könnt ihr gerne mal erklären oder schreiben, ob ihr es macht oder nicht. Dicker, die gehen mit Arbeitsklamotten in die Feuerwehrsachen. Also da kenne ich nichts. Ich ziehe mein Gedöns aus, weil da ist schon so dick mit der Feuerwehrhose, also im Winter vielleicht noch mit einer Jogginghose rein oder mit einer, ne, Fußballhose oder so. Aber wenn ich dann mit so einer dicken Jeans oder so ankomme und ich weiß nicht, Ast auf Straße oder eine Ölspur, dann gehe ich da nicht so fix ab. Oder auch, ne. Also ich hatte zum Beispiel letztens einen Pulli an, den habe ich angelassen, was ich eigentlich auch nicht mache, aber das war dann, ein Brand in einem Haus, in einem Wohnhaus, und da habe ich dann gedacht, ja, dann wird es oder so warm. Dann lasse ich den an, war dann auch unter PA der erste Trupp, der drin war. Hat auch gebrannt, war gut, dass wir uns bald haben. Also kann ich schon verstehen, wenn es jetzt zum Beispiel auch eine TH mit eingeklemmter Person oder Verletzten sich dann beeilen, aber normalerweise würde ich trotzdem irgendwie versuchen, so wenig wie möglich anzuhaben. Das wollte ich gerade sehen mit dem Fahrradständer. Wir haben auch eine Handvoll Leute, die mit dem Fahrrad kommen, aber die schließen ihr Fahrrad natürlich immer noch mal an, weil wir vielleicht bei uns ein paar Spezialisten haben, also in der Gemeinde da im Ort, die sich dann so ein Fahrrad joinken würden. Finde ich ein bisschen schwierig. Also dann finde ich es besser, wenn man das Fahrrad einfach in die Fahrzeughalle reinfährt und fertig ist. Da muss man sich da keine großen Gedanken drüber machen und nicht einfach nur so rumfriemeln im Stress. Da finde ich auch mal gut, dass es mal eine kleinere Wehr ist. Also hier ist nicht 17 Rolltore und jede Art von Fahrzeug, sondern ein MTW oder ein MZF und ein Löschfahrzeug ist schon cool. Reicht hier auch erstmal. Dafür haben wir aber ganz schön viele Mitglieder, ne? Also wenn ich mir angucke, wie viele Plätze die da haben und ne, wie wenig Fahrzeuge quasi. Ja, die Musikauswahl ist natürlich ganz wild, aber kann man nichts machen. KDOW ohne Feuermarkierung? Aha. Also so ein Kommandofahrzeug von der Feuerwehr, okay, finde ich lässig.
Ja, genau so geht's. Also da kann ich jetzt wenig zu bemängeln. Klar, ich wusste jetzt nicht, dass die da noch jemanden haben, der da einsatzleitstechnisch schon am Anfang, bevor alle anderen Fahrzeuge eintreffen, schon mal die Lage abchecken. Also ne, kann ich eigentlich nur eine ELW oder so ein KDOW. Ich weiß nicht, ob er jetzt da der Kreisbrandmeister oder weiß ich nicht, einfach irgendein, oder ob er da der Wehrführer ist. Kann mir bestimmt einer erklären. Das ist ja vielleicht dann doch noch bundesländerabhängig, wie das dann da organisiert ist. Aber ja, da bist dann jetzt Kameraden geben, die sich um die Erstversorgung von dem Mädchen kümmern und natürlich schon Kameraden, die jetzt quasi versuchen, da mit Schere, Spreizer oder anderen Utensilien da den Fahrer rauszupopeln. Und wenn es geht, dann auch noch einen aus dem Rettungsdienst mit reinsetzen. Wenn die andere Seite zum Beispiel schon aufgeht. Na, hydraulischer Schere und Spreizer. Ganz cool. Von Lukas. Mein Schlüsselbund habe ich so ein. Mein Schlüssel. Habe ich auch von dem so werbegeschenkmäßig den Schlüssel her gehabt hier. Als ich bei so einer TH-Übung von denen mitgemacht habe, als dann da so ein Sponsor da war. Die sind schon ganz cool. Die gibt es auch batteriebetrieben. Und die sind dafür, dass sie eigentlich nur mit Akku laufen, ziemlich stark. Also die sind ganz cool. Also auch für kleinere werden, die sich dann vielleicht erstmal nur so einen kleinen akkubetriebenen Schere-Spreizer leisten können. Das ist schon gut. Also damit kann man schon das ein oder andere Stück vom PKW weg. Brechen, biegen, schneiden. Was wäre, wenn? Der Jäger kommt. Der seine Hose auszieht. Jetzt, wo ich die dicken Socken sehe, das muss ich auch nochmal sagen. Ich habe bei mir an beiden Wehren, also an beiden Standorten, extra nochmal so dicke Socken, weil ich das absolut nicht cool finde, mit meinen dünnen Socken da in den Stiefeln zu sein. Habt ihr das auch, dass ihr noch extra so dicke Socken für die Einsatzstiefel habt? Oder geht ihr da mit euren dünnen Tennissocken rein? Das würde mich nochmal interessieren. Keiner kommt. Ja, also wie ich gesagt habe, das ist alles schon ein bisschen in die Länge gezogen im Vergleich zu den ganzen anderen Imagefilmen, die da immer Schlag auf Schlag irgendwelche verschiedenen Szenarien abspielen. Message ist natürlich hier genauso wie bei den anderen einfach, wir brauchen Freiwillige, weil sonst kommt in diese ländlichen Bereiche ja niemand. Bin ich sehr stark, wir gucken weiter.
Komm zur Feuerwehr, wir brauchen dich. Mega. Gibt es hier noch so Outtakes? Dann würde ich mir die nämlich auch gerne angucken. Erstmal, das Ding ist von 2016. Dafür finde ich gar nicht mal so schlecht. Hä? Was soll ich? 14 Millionen Aufrufe? Oha. Like auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ich guck mal hier, ob es hier so Outtakes oder was noch gibt. Kein Film ohne Outtakes. Okay, da bin ich gespannt. Die gucken wir uns auch noch an. So viel Zeit muss sein. Einfach keine Einsatzklamotten. Das ist schon funny, ja. So der Klassiker, warum die HFUK sagt, man soll rückwärts aussteigen und nicht vorwärts. Oder generell alle Feuerwehr- und Feuerwehrkassen. Ja, Fandi. Jetzt noch mit einer PA-Flasche hinten drauf, das ist ja schon wieder schwierig, aber ja. Könnte ihre Werbung stehen. Sehr, sehr cool. Ja, freut mich. Also, wie immer, wenn ich ein, zwei Sachen sagen konnte, dann landet das Ding hier auf YouTube und dann können wir gerne irgendwie irgendwelche Sachen in die Kommentare pfeffern oder wieder sagen, ich bin blöd, weil ich weiß gar nichts. Das können wir natürlich gerne sagen, wenn ihr wollt. Oder ihr könnt selber sagen, dass. Hatte ich letztens auch die Diskussion, beziehungsweise die in den Kommentarsektionen ganz viele, die sich dann gekloppt haben, was besser ist, Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, wer hier was macht. Ich mache das ja nur, damit ich vielleicht noch den einen oder anderen Input geben kann und weil ich einfach Lust drauf habe, mir die ganzen Feuerwehr-Imagefilme anzugucken, weil ich da natürlich sehr großes Interesse selber dran habe. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen ganz entspannten Tag. Wenn ihr noch nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr seid oder beim THW, dann. Wird es langsam Zeit, wenn ihr keine anderen Ausreden habt. Und ansonsten, Gott sei Dank demnächst zur Wehr. Tschüss.